Moin moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Vanguard mit dem Dodo. Dodo, und erstmal übersteuern. So, heute ein kleines Fazit zum Ende. Ist ja nicht fast, nicht ganz das Ende der Beta. Aber wir ziehen heute unser kleines Fazit, nachdem wir knapp 3 Tage gespielt haben. Und ja. Und ob wir 60 Euro für das Game ausgeben. Ja, das außerdem. Gottes Willen, da sind einfach 6 Leute. Und diese Grafikfehler, ne? Hast du immer noch die Grafikfehler? Ja, ja, ich habe immer noch die Grafikfehler. Immer wenn ich aus dem gleichen Haus komme, immer auf der gleichen Karte. Okay, heftig. Ich habe bisher noch keine Grafikfehler. Dank. Aber für mich ist der Punkt schon erreicht. Also ich werde keine 60 Euro am Anfang ausgeben. Wenn überhaupt. Aber ich muss ja sagen, das Spiel ist immer noch besser programmiert als Modern Warfare. Zumindest was FPS-mäßig angeht. Ja, also das 19 findest du? Ja. Nee, absolut nicht. Ich spiele ja durchgehend auf hoch mit über 100 Frames. Also ich habe, ich hatte auf zum 2019er Version hatte ich auch ohne Probleme. Naja, also ich hatte anfangs Probleme. Also ich habe durchschnittlich 284 FPS. Die beobachten mich, sagt er. Wobei ich mal seit langem wieder sagen muss, dass mir die Kampagne von 2019 wesentlich mehr Spaß gemacht hat als Modern Warfare 3, BU1 oder der ganze Schwachsinn. Also, das war mal wieder eine Kampagne, die hat mal wirklich wieder richtig gefesselt. Hat auch Spaß gemacht. 3 Camper hinten in der Ecke, wo du dann einfach nur die Blitzlichter von der Sniper siehst. Hä, wo war der denn? Ach, in der Tür, ehrlich, er sitzt da in der scheiß Tür. Ich bin festgenagelt. Oh mein Gott, oh mein Gott, lauf doch! Und er legt sich hin. Ich krieg nur auf die Fresse. Ach, das ist so mein Mate. Da kommt nur einer runtergesprungen, schießt erstmal ein halbes Magazin auf unseren Mate, Alter. Weil man die scheiß Namen nie richtig sehen tut. Und gesnipert. Also die sitzen wirklich nur im Sniper. Ja, das ist COD. Da brauchst du dich nicht wundern. Boah. COD sitzen die immer rum. Oh Gottes Willen, ich lauf natürlich genau auf die Nate. Ey, da machst du einfach Harikiri und dann ist gut. Jo, da sitzen einfach 3 Sniper. Hinten beim Bus, ne? Ja! Ja. Hab ich eben doch gehabt. Alter, da war eine Termitladung. Dann hole ich auch mal die Sniper raus. Wenn die das können, kann ich das auch. Oh, und dann campt da oben. Hey. Die hocken überall, die kleinen Campers. Ich bin festgenagelt. Ach, da oben. Einer ist rübergesprungen. Hab ihn. Eine, die sind zwei. Zwei müssen da sein. Eure Daten stehen bereit. Doppelabschuss. Doppelabschuss. Leg mal da so Ding hin. Oh mein Gott, da war der Spawn. Seht mal, was ich hier habe. Feindliche Positionen werden markiert. Doppelabschuss. Treffer. Also irgendwie ist die Rakete echt schlecht zu steuern mit der Maus. Ja, das außerdem. Da war die Predator damals in MW3 viel besser. Ja. Ach, dann campt da auch wieder einer. Okay.
genauso weiter. Ja, Alter. Überall hocken sie mit ihrer scheiß Drecksniper, Junge. Friss Nades, Junge. Aufklärung in der Luft, wir sehen alles. Und MG. Also eins von beiden ist hauptsächlich Sniper oder MG. Ja. Das ist. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ja, wir hängen ja eh noch eine zweite Runde dran. Ich meine, 5 Minuten ist ein bisschen. Ja. Hab ich. Aber. Aber ich bin trotzdem Zweiter. Ja, ist doch gut. Aber guck dir mal, was der eben gerade gemacht hat. Der hat ein MG und springt da ringsrum, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Runde und dann geht's weiter. Bis dahin. So Leute, da sind wir wieder zurück in der zweiten Runde von Vanguard. Wir zocken wieder unsere Klasse und ja. Mal gucken, wie viele Camper wir hier jetzt erwischen. Ah, ja. Auf dem Schiff ist immer extrem. Oh, ich kann, guck mal, ich hab schon Granatenkill gemacht. Und da kommen einfach 3 Leute unten ins Schiff rein. Okay, die snipen hier schon wieder in der Mitte. Darauf habe ich ja absolut keinen Bock. Dann spiele ich lieber außen. Außen kommen sie schon wieder. Hat er wieder die Pistole gewechselt? Ich gebe dir mal Radar. Ich finde das aber auch dämlich, dass so. Oh mein Gott. Okay, da sind einfach 3 Leute, die da am rumhocken sind. Doppelabschuss. Oh, da pusht ja einer schon hinter dir. Boah. Ja, ich höre keine Steps. Okay, nee, hier will ich nicht hin. Man hört ja nichts hier. Stimmt. Oh, oh Mann. Aua, ich brenne. Das tut weh. Die pushen. Hallo, wie viel Hits halten die bitte aus? Er steht hier einfach nur AFK rum. Ich leg hier mal so ein Mikrofon hin. Aufklärung durchkämmt den. Es ist hinterm Panzer. Ja, den anderen. Es ist im Panzer. Ist dead. Nate nach oben. Der ist dead. Noch einer oben. Ja, habe ich gesehen. Der wollte ich. Happen. Aua, aua. Ach, wechsel mal die Waffe. Wechsel mal auf die AK. Oder diesen AK-Abklatsch. Mini-AK-Abklatsch. Oh mein Gott. Okay, er hat mich. Ich mach die Rakete. Oh, Gasgranate, die geht. Hab sie. Alter, da sind einfach 2 Leute schon wieder außen am Panzer, schon close. Ja, ja. Down. Feindliche Vorräte nähern sich. Wie sie halt wieder instant aus ihrer scheiß Basis rausschießen. Und der ist erstmal mit einem Panzerfaust rumgelaufen. Also wie gesagt, für mich ist das Game auf jeden Fall erstmal im Abstellgleis. Ich werde es mir nicht kaufen. Du hast eine scheiß Panzerfaust, Junge. Panzerfaust. So noobig einfach nur. Ich leg mal hier ein Mikrofon ins Panzerchen. Mikrofon im Einsatz. Folge dir. Ja, ey. Die halten sich
viel mehr aus, als ich überhaupt aushalte. Alter, was ist denn hier los? Am Spawn explodiert alles. Oh, okay, er hat mich. Wo ist meine Granate? Ist sie nicht hochgegangen? Mann, ey! Lahme Tasche, Alter. Da ist wieder Sniper. Oh, und Sniper. Stirb, du kleiner Sacker. Am Panzer unten. Ist dead. Am Berg hoch. Er ist tot. Ach, da im Haus ist auch noch einer. Hinten im Spawn wieder auf dem Lastwagen. Der sitzt aber da drin in dem Scheiß. Und sie. Da hat sogar ein scheiß Sniper am Fenster gesessen, ey. Naja. Das Spiel wird immer lächerlicher. Guck. Der war nicht mal drauf bei mir, aber naja. Ah, erster. Ja, sehr geil. Vorletzter. Ja, tauschen wir mal die Position. Rex-Camper überall, Alter. So. Ja, grüß. Ja, Fazit zum Ende hin. Ich empfehl's nicht, aber wer soll, der soll. Ist mir wurscht. Müsst ihr halten wie Dachdecker. Ja, das sehe ich genauso. Also im Endeffekt, wer die ersten Gameplays so allgemein schon gesehen hat, weiß, dass es auch jetzt schon in der Beta-Phase Hacker gibt. Und ja, ich werde es mir nicht für 60 Euro kaufen. Ich werde warten, bis es irgendwann mal im Sale ist und dann vielleicht maximal für 10 Euro. Also, haut rein, macht's gut. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein.